Schon bei früheren Videos haben uns immer wieder Leute von euch gefragt, wie wird man eigentlich Russe? Wie kann man die russische Staatsbürgerschaft erhalten? In heutigen Videos haben wir alle Antworten. Hallo zu Russland direkt. Es sind gar nicht so wenige Menschen, die versuchen, die russische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Im Jahr 2016 waren es über 360.000 Menschen. Die überwiegende Mehrheit von ihnen stammt aus mittelasiatischen Republiken der Ex-Sowjetunion. Aber auch in der russischen Provinz kommt es immer wieder vor, dass dort lange ansässige Westeuropäer oder auch zurückkehrende russlanddeutsche Russen werden wollen. Die Gründe für diesen Wunsch sind sehr vielfältig. So ist der Lebensmittelpunkt der Menschen vielleicht schon immer oder sehr lange Russland. Nur durch deutsche Geburt ist man, anders als etwa in den USA, noch kein Russe, wenn die Eltern nicht russisch sind, denn es gilt grundsätzlich ein Blutrecht. Auch Teile des russischen Sozialsystems sind Russen vorbehalten. Man braucht also zumindest einen russischen Elternteil, um ohne Einbürgerung Russe sein zu können. Für die Einbürgerung wiederum muss man schon mindestens 5 Jahre legal in Russland leben und dort auch ein legales Einkommen haben. Wie in Deutschland muss man bei einer Einbürgerung die alte Staatsangehörigkeit ablegen und das in der Regel nachweisen. Außerdem muss man einen Einbürgerungstest machen, der vor allem ein Sprachtest im Russischen ist. Zu diesem Test werden wir später im Video noch konkrete Infos von jemandem bekommen, der an einem vergleichbaren Test teilgenommen hat. Vom grundsätzlichen Verfahren gibt es auch Ausnahmen. Wenn man beispielsweise einen wichtigen Beruf hat oder etwas Wichtiges geleistet im Bereich Kultur oder Technik, muss man bis zur Einbürgerung nur 4 und nicht 5 Jahre in Russland leben. Bei einem Dienst in der früheren sowjetischen oder russischen Armee reichen mindestens 3 Jahre Armeezeit aus. Es gibt auch ein kleines Sonderprogramm mit Einbürgerungsangeboten unter stark erleichterten Bedingungen an reiche Leute, wenn sie im russischen Fernen Osten große Beträge investieren. Aber da müsst ihr schon ein paar Millionen ausgeben. Und ich gehe mal davon aus, so reich sind die meisten Zuschauer hier nicht und spare euch die Details. Weitere Erleichterungen existieren für Staatsbürger von GOS-Staaten, die gut Russisch können und schon lange in Russland sind, sowie für zugewanderte Ukraine. Reichtum und Berühmtheit kann natürlich allgemein dazu führen, dass man wie Gérard Depardieu oder Steven Seagal wesentlich leichter Russe wird und vielleicht sogar seinen russischen Pass gleich vom Präsidenten bekommt. Dieser Weg steht aber nur sehr wenigen offen. Keinen Vorteil hat man in Bezug auf die Einbürgerung durch einen russischen Ehegatten. Eine solche Partnerschaft erleichtert nur den Schritt davor. Man muss ja erst einmal einige Jahre in Russland legal gelebt haben, bevor man Russe werden kann. Und dazu muss man erst einmal legal und dauerhaft ins Land kommen. Aufenthaltstitel für Leute, die keine oder noch keine Russen sind, werden in der Regel befristet auf 3 Jahre ausgegeben. Und es gibt nur eine bestimmte Quote davon. Um dauerhaft einzureisen, braucht man davor ein Arbeits- oder Studentenvisum. Die Quotierung gilt aber eben nicht für Ausländer, die mit Russen verheiratet sind. Wenn einer von euch nach Russland will, erstmal als dort lebender Ausländer, findet Infos zu den Visa bei russischen Konsulaten oder auch in Facebook-Gruppen zum Thema Auswandern nach Russland. Hier würden alle Infos den Rahmen meines Beitrags sprengen. Jetzt aber zum Einbürgerungstest. Unser Russland-News-Herausgeber Gunnar Jutta lebt schon seit 1992 als Deutscher in Russland. Wie ich vorhin erklärt habe, braucht er immer wieder befristete Aufenthaltsgenehmigungen und musste jetzt dafür einen Test ablegen, der mit einem Einbürgerungstest vergleichbar ist. Was musste er da eigentlich so alles machen? Also, der Test besteht aus mehreren Teilen. Der erste Test ist ein Sprachtest. Der wird schriftlich gemacht. Und da muss man also ein paar Fragen auf schriftlich beantworten. Das Wesentliche ist aber, dass man einen kleinen Aufsatz aufsetzen muss. Der zweite Teil ist ein Ankreuztest, Multiple Choice. Da geht es um die russische Geschichte. So von wie die Sowjetunion irgendwann mal Eishockey-Weltmeister geworden ist, bis zum ersten Zaren und wann die Revolution war. Das sind alles so die Fragen. Und der dritte Teil, da geht es um die russische Gesetzgebung. Also wie ist die Duma aufgebaut? Wer ist der Chef Russland? Also die allgemeinen politischen Sachen und die wesentlichsten Gesetze, die man kennen sollte. Wenn man alle Voraussetzungen erfüllt, muss man bei der Einbürgerung noch einen Eid auf die russische Verfassung, die Einhaltung des Rechtssystems und die Treue zur Russischen Föderation an sich leisten. Dann hat man es geschafft und der Pass wird einem ausgestellt.
Na, habt ihr euch das leichter vorgestellt? Schreibt es doch in die Kommentare, ich lese eure Anmerkungen zu meinen Videos immer gerne. Mehr Videos von mir bekommt ihr unter dem jetzt eingeblendeten Link und weiter geht es immer sonntags bei Russland direkt mit aktuellen News, Hintergründen und Interviews zu wichtigen Themen. Bis dann!